Jetzt müsste das Rad frei sein. Oh mein Gott. Leute, weiter geht's mit God of War. Oh wow, das war jetzt ein Krampf. Das saß jetzt ganz lange dran. Ja, ich wollte schon sagen, warum geht das nicht weg? Das Wasser fließt. Woanders hin? Ja, scheinbar. Wow, hier habe ich jetzt 5 Minuten einfach nur rumprobiert. Ich habe es halt immer versucht, hier so von unten lang das Feuer durchzuziehen. Aber von oben entlang, ja, ist der Weg kürzer, deswegen klappt es auch. Aber man muss es trotzdem irgendwie richtig machen. So, wir haben jetzt schon mal Wasser. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar notwendig war, um bei unserer Rettungsaktion voranzukommen. Schau, hier drüben. Das Wasser fließt. Ja, sehe ich. Das Wasser fließt. Damit wir den Krater erforschen können. Ja, aber mit dem Wasser werden auch Tiere und Pflanzen zurückkehren. Wir haben diesen Ort wohl geheilt. Das war nicht meine Absicht. Um Himmels Willen. Lass es gut sein. Oh, das war wichtig. Da das Wasser jetzt fließt und neue Wege eröffnet, wäre es Zeit für einen Spaziergang. Das ist eine Suche. Kein Spaziergang. Ach komm schon. Hast du noch nie einfach nur die Natur genossen, ohne es auf Schätze abgesehen zu haben? Hoffnungslose Fett, ihr beiden! Ja, tut mir leid, ne? Ich kann diese Dinger nicht anzünden, nein. Okay, das Wasser ist wieder da. Wir haben irgendwas gut gemacht, nehme ich an. Gehen wir mal runter. Vielleicht kann ich jetzt mit dem Boot fahren. Oder irgend sonst was. Wird bestimmt erwartet. Was ist das da vorne? Unsere gute Tat hat wohl schon etwas von der Tierwelt zurückgebracht. Wow! Hab mich wohl zu früh gefreut. Schwur der Tod. Habt ihr das gesehen? Der hat sich so ein Hirsch gekrallt. Aber jetzt haben wir hier ein Boot. Jetzt haben wir hier ein Boot. Der Drache sitzt auf diesem Bau. Wollen wir hoch? Ganz ruhig, Junge, ja. Ja. Hier ist auf jeden Fall nichts. Ich fände es auch ziemlich cool, wenn wir hier ein magisches Tor hätten. Muss ich sagen. Oh! Sieh eine an. Hehe, sehr schön. Was? Nichts da, mein Freund. Oh nein, ich sehe das Problem. Wo ist das Kackviech? Hier irgendwo. Ich sehe es nicht. Hey, lass mich in Ruhe jetzt. Ja, das war spaßig. Lass gut sein, Junge. Ey, diese kleinen Drecksviecher immer, ja? Man will sie anvisieren und schon wird man von hinten angegriffen. Ich meine, das ist eine gute Taktik, um zu überleben. Ich meine, für das Vieh da. Nach mir geht's auf den Sack. Ja, hier haben wir ganz schön viele Gefallen und Aufträge und Aufgaben und alles Mögliche. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber ja, ich habe hier mein Tor und das kommt mir sehr, sehr gelegen. Aber erstmal muss ich hier für Ordnung sorgen. Ist immer noch da hinten? Oder wo ist es jetzt? Da ist es! Stirb! So, perfekt. Seid ihr an der Reihe hier? Du zuerst, ja? Kannst du kriegen.
Au. Das. Dann machen wir Kaboom. Und erledigen hoffentlich gleich den nächsten. Au, au, au. Au. Junge, machst du bitte mal was? Moment. Wir machen das. Ich block doch die ganze Zeit. Au. Was war das jetzt? Nichts da. Das war Timing, Junge. Das war stark. Knacks. Diese verdammten Wölfe, ja. Sind viel zu mächtig. So. Das ist nochmal ein Weg. Du bist da nochmal ein Weg. Erstmal Kiste. Habe ich mir verdient. Und ich möchte mich auch gar nicht allzu weit von diesem Tor hier entfernen, muss ich zugeben. Moment, wir heilen uns mal kurz. Kann nie schaden. So, danke, reicht. Uff, eigentlich könnten wir schon lange zu Sindri gehen und der Hauptstory weiter folgen, aber... hier ist es sehr spannend gerade. Außerdem... Odin kann warten. Ein Jäger lebt hier. Ein Unvorsichtiger. Wieso das? Wir kennen sein Versteck. Ha, das könnte der Unterschlupf der ungezähmten Wut sein. Vielleicht sollten wir hier warten. Ihr auflauern. Sie kommt nicht, während wir hier sind. Sie ist nicht dumm. Wer weiß, ob die nicht doch kommt. Sobald ich gehen will, greift sie mich an. Gibt hier nichts? Wir fragen mal die Karte. Nee, hier gibt's nichts. Junge? Wir gehen. Sie lässt uns gehen. Außer sie wartet hier oben, das kann sein. Nein. Vermutlich muss ich sie noch ein, zweimal treffen. Respektive ihr begegnen. Oh, Drache, halt die Klappe jetzt. Himmelsaltar. Da leuchtet was. Ist aber auch denn nur eine Blume. Hier noch irgendwo was? Ja, da kann ich auch noch runtergehen. Da kann ich hoch, wow. Unendlich viele Wege wieder. Was haben wir hier? Für ein Geheimversteck. Oh. Das da zum Beispiel ist geheim. Wenn wir weiter hier lang gehen, müssten wir zur Höhle des Flugdrachens kommen. Ach ja. Wollte nur sicherstellen, dass du weißt, wo lang. Danke. Warum kam jetzt hier kein Dingens runter? Da war kein Kristall drin, scheinbar. Hier geht's zur Höhle des Dra... Oh, sieh eine an. Das hätte ich auch gerne. Kann ich also da mit dem Boot hindurchgehen? Als ob ich mich jetzt noch mit dem Drachen anlegen würde. So dumm bin ich jetzt auch wieder nicht. Ein bisschen, ja. Oh, da geht's nur zurück. Nein, falsch. Was verschiebe ich da? Keine Ahnung, was ich da verschiebe. Ha. Wow. Könnte ich... Nein, hier geht's nirgendwo hin. Okay, ich denke, wir werden den Tag erwachen lassen. Was war hier noch? Noch ein Geist. Halt!
Was? Was ist los mit dir? Was willst du? Hast du Kinder? Ja. Dann wirst du mich verstehen. Mein Sohn, dieses Spielzeug, es war für ihn. Aber jetzt ist er fort. Diesen Tag so viel Chaos und Tod. Ich war in Panik. Suchte meinen Sohn. Bitte, helft mir, meinen Sohn in Folkmange wiederzusehen. Wir helfen ihm doch, oder? Was war das Letzte, was du sahst, Geist? Statuen. Zwei Stück. Drachen voneinander abgelenkt. Allein wie mein Sohn. Dieses Spielzeug wird mich zu ihm zurückbringen. Seine Geschichte ähnelt den anderen hier. Vom Tod von einem geliebten Menschen getrennt. Wir müssen sie zusammenbringen. Richtig. Wirklich? Ha. Ich dachte, du sagst sowas wie... Tote zu vereinen ist sinnlos. Dieses Mal nicht. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, zwei Drachenstatuen haben wir gesehen. Verzeihung. Oh, das brauchen wir schon mal. Wie gesagt, das andere Teil war irgendwo da oben. Aber woher weiß ich, welches richtig ist? Nee, das lassen wir da. Wo komme ich jetzt hier nochmal hoch? Wie? Was? Moment. Was war da noch? Nichts. Wie kam ich jetzt da nochmal hoch? Von da vorne irgendwo, oder? Hä, was? Willst du mich gerade verarschen? Ah, von hier. Von hier. Ist der Drache da oben? Nee, das ist nur so ein... Was ist nur? Ich habe den Namen vergessen. Verzeihung. Sehe ich die Kiste? Natürlich sehe ich die Kiste nicht. Ach komm, das dreht dumm. Kann ich das anzünden? Nee. Moment, lass mich nochmal runtergehen. Wo ist die Kiste denn? Da. Oh, scheinbar war es richtig. Sehe ich jetzt noch irgendwo... Da oben, oder? Nee. Ach komm, gönn mir das jetzt, Spiel. Dieses Spielzeug, es muss zusammengefügt werden. Ja, muss es. Werden wir tun, sobald wir Zeit haben. Wo ist das letzte von diesen Dingern? Es kann ja nicht allzu weit weg sein. Man sieht hier auch so schlecht. Wisst ihr was? Ich mach mal Tag. Ich mach einfach mal Tag. Für etwas ist dieses Ding ja da. Und vielleicht ist dann auch... Diese Jägerin da. Wer weiß das schon? So. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal besser sehen. Die Drachen sind scheinbar sehr aktiv. Aber ich suche immer noch dieses Umdrehteil. Da beim Drachen dürfte es nicht sein. Hier oben noch irgendwo vielleicht. Nö. Sehe ich nicht. Wir gehen doch mal kurz hier runter. Nein. Hier ist auch nichts von diesen Umdrehteilen zu sehen. Nein. Die Drachen macht mich ein bisschen nervös. So ein kleines bisschen. Nee, ich finde das Teil gerade nicht. Ich könnte jetzt auch noch ewig lange suchen, wobei...
Ich will kurz danach suchen. Moment, lass mich mal ein bisschen. Oh, Leute, das Vieh ist versteckt. Seht ihr da oben? Glaube ich. Wie nie. Dann halt so. Na also, meine Fresse. Wenn du Drache bleib, wo du bist, ja. Brauchen wir das oder das? Ich hab's mittlerweile vergessen. Ich glaub das. Ja, Truhe leuchtet. Perfekt. Ich wäre beinahe verzweifelt. Oh, Idonapfel! Gesundheit wird erhöht. Genau das brauche ich, um gegen Drachen zu kämpfen. Wunderbar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir mit dem Boot ein bisschen umherfahren und vielleicht dem einen oder anderen Drachen auf die Fresse hauen. Was meint ihr? Er bemerkt uns nicht. Okay, Leute, das war's für heute mit God of War. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.